Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem dritten Apex Legends News Update für heute. Ich glaube, das ist ein Rekord für mich persönlich, 3 Videos an einem Tag. War so nicht geplant. Erst ging es um Fuse, dann ging es um den Battle Pass und kaum habe ich den Rechner ausgemacht, schreibt mir Old McMorris hier, die Patch Notes sind am Start. Rechner gleich wieder angemacht. Ich habe sämtliche Patch Notes für euch. Alle Änderungen. Das Einzige, auf was ich jetzt nicht eingehen werde, ist der Ranked-Modus. Da habe ich schon mal ein zusätzliches Video gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Zu Fuse und der neuen Waffe jeweils da lang habe ich ebenfalls schon Videos gemacht, Gameplays, Stats, wie das alles aussieht, Gameplay und so weiter und so fort. Die meisten von euch haben die Videos wahrscheinlich schon gesehen. Verlinke ich euch alle auch da oben. Ich fange jetzt direkt mit den interessantesten, also mit allen Änderungen an, außer die Bugfixes. Bugfixes lasse ich bei Patchnote-Videos immer weg, weil das einfach... Das meiste, das tangiert uns sowieso nicht. Wir fangen jetzt direkt mal an, damit ich es nicht unnötig in die Länge ziehe. Wir fangen an. Damage Tracker brauche ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Wissen wir, dass der eingefügt wird. Können wir, glaube ich, auch einen ausschalten. Die goldenen Magazine werden implementiert. Und ich habe jetzt auch ein Bild für euch. Moment, das ist dieses welches, das uns zeigt, dass alle Munitionsarten bzw. alle Waffenarten ein goldenes Mag tragen. Wir sehen, hier steht es auch available for Light, Heavy, Sniper und Energy. Weapons, sehr, sehr interessant, freue ich mich mega und wer das noch nicht wusste, eine geholsterte Waffe braucht 5,5 Sekunden, steht in den Patch Notes tatsächlich nicht, wie lange das dauert, aber 5,5 Sekunden dauert es, bis die geholsterte Waffe automatisch nachlädt. Was haben wir noch? Wir können jetzt im Inventar, wenn wir eine Waffe pingen oder Munition pingen, dann steht oben rechts, glaube ich, in diesem kleinen Chatfenster, wie viel Munition wir gerade an Kapazität haben. Kommt uns sehr zugute, wenn wir mit Randoms spielen und die dann oben sehen, okay, der hat echt so wenig Munition, den drücken wir mal ein bisschen was ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie darauf geachtet, dass da überhaupt irgendwas steht, wenn ich was pinge. Aber ja, ist halt so. Auf jeden Fall eine feine Funktion, wenn man mit Randoms spielt. Dann kommen wir zu gewissen Skins. Es wird eine gewisse Anzahl von Skins pro Legende geben, die so eine Art Klapptext haben. Den können wir aufklappen und dann steht da so ein Text drin. Das ist aber nur bei Skins, die eine gewisse Sache zu den Stories der Legende beifügen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst erklären soll. Es gibt Aktionen in den Leben der Legenden, wo der Skin eine Rolle spielt. Jetzt habe ich die richtigen Worte dafür. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommen wir zu den Legendenänderungen und da ist einiges sehr interessant. Vieles passiert gar nicht so, wie es geleakt wurde und auch so, wie es von Respawn eigentlich bestätigt wurde. Wir fangen direkt mal mit Wraith an. Sie bekommt tatsächlich nur, können wir froh sein eigentlich, eine Hitbox-Anpassung. Wie viel Prozent wurde tatsächlich ebenfalls nicht geschrieben, aber ich habe vor einigen Wochen mal darüber berichtet, 15% und ich blende euch mal dieses Bild ein. Oben seht ihr diese Rotmarkierung, das ist die alte Hitbox und die neue Hitbox sieht so aus. Die größte Vergrößerung der Hitbox ist wirklich die Hüfte und die Beine. Sie ist quasi ab Rumpf abwärts leichter zu treffen. Ansonsten ändert sich an Wraith überhaupt nichts. Das Low Profile bleibt 1:1 gleich, da hat sich nichts geändert und eigentlich sollten an ihrer taktischen Fähigkeit eigentlich Buffs kommen. Hat Respawn selbst bestätigt. Ich gehe mal davon aus, dass es zu Split 2 kommt oder vielleicht doch erst in Season 9. Lassen wir uns mal überraschen. Also alles denke ich gar nicht so dramatisch mit Wraith. Rampart bekommt einen Buff auf Sheila. Wenn du Sheila aufstellst, hast du ja wirklich nur einen relativ geringen Winkel, den du abdecken kannst, wo du gegen Gegner ballern kannst. 120 Grad waren es vorher und jetzt können wir tatsächlich 180 Grad Winkel abdecken. Das ist ein enormes Ding, wie ich finde. Und die Barrikaden, wenn sie sie aufstellt und die noch nicht final ihre Endposition erreicht haben, also quasi noch nicht 100% aufgestellt waren, reichte ein Schuss und die Barrikade wurde zerstört. Das kann jetzt nicht mal passieren. Sie hat jetzt, also die Barrikade hat während des Aufbauprozesses 45 Lebenspunkte. Nur die Sniper reichen mit einem Schuss aus, um so eine Barrikade komplett zu zerstören. Ansonsten 45 Lebenspunkte. Finde ich keine schlechte Änderung, weil es war einfach zu einfach, bei so einem Aufbau die Dinge aufzustellen, kaputt zu schießen. Horizon
auch ein ganz anderer Buff als gesagt. Es hieß, das Movement von ihr wird angepasst, verlangsamt. Der Gravity Lift wird nochmal genervt. Von 21 auf 25 Sekunden Cooldown-Zeit. Und jetzt steht ein Text noch drunter, den weiß ich nicht hundertprozentig zu deuten, weil ich auch einfach noch nie drauf geachtet habe. Von 21 auf 25 Sekunden. Danach kommt ein neuer Satz. Der 15 Sekunden Cooldown-Timer startet, wenn der Lift weg ist. Also ich verstehe das so, ich hau den Gravity Lift hin, dann bastle ich da ein bisschen rum und erst wenn der verschwunden ist, geht ein 15 Sekunden Timer los und dann nach 15 Sekunden, also gehe ich mal davon aus, dass die Mischung aus Gravity Lift, Verschwinden und neuer Cooldown Zeit von 15 Sekunden vergehen halt 25 Sekunden. So verstehe ich das. Sollte ich das vielleicht falsch interpretieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren vervollständigen, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Der Octane bekommt einen mega, mega Buff und ich freue mich, dass das tatsächlich passiert. Wie ich schon berichtet habe, der Super Jump kommt zurück. Wer nicht wusste, was das ist, ich reiße es nochmal kurz an. Wir haben das Jump Pad berührt und sobald wir das Jump Pad berührt haben, konnten wir bis vor Season 6 mit der Sprungtaste höher und weiter fliegen. Und Respawn hat sich jetzt endlich auch zu Wort gemeldet, warum das entfernt wurde, weil es tatsächlich mit der Einführung der Doppelsprungfunktion gab es einen Konflikt und dann bist du oft in dem Jump Pad stecken geblieben. Es ist jetzt tatsächlich so, wenn wir gehockt auf das Jump Pad drauflaufen oder reinsliden, fliegen wir relativ flach und horizontal dafür sehr weit und benutzen wir das Jump Pad ganz normal drauflaufen oder drauf sprinten, ist der Super Jump automatisch aktiv. Das ist so eine absolut geile Änderung für Octane, wie ich finde. Die Krypto-Drohne, wusste ich nicht mal, habe ich noch nie gesehen. Die Krypto-Drohne konnte befreundete Arcstars quasi tragen, hast du draufgeschmissen und bist dann mit der Krypto-Drohne schnell in die Feinde rein und die Drohne ist zerstört, geht jetzt nicht mehr. Loba passiert jetzt tatsächlich, also ging es vorher tatsächlich nicht. Loba kann jetzt ungeöffnete Care Packages, kann sie quasi schon sehen, was da drin ist, bevor es überhaupt geöffnet ist, so wie sie das eben bei lila und goldenen Sachen vorher auf eine gewisse Distanz durch Wände sehen kann, kann sie das bei den Care Packages und sie kann es im Black Market looten, ohne dass es geöffnet ist. Nicht verwechseln, haben nämlich einige in den letzten Videos kommentiert, als ich darüber gesprochen habe, dass das eventuell kommt. Sie kann die Care Packages looten, aber nur, wenn es schon geöffnet ist. Das geht dann jetzt auch, wenn es geschlossen ist. Interessante Änderung. Caustic bekommt eine Änderung. Ist nicht sehr spannend, aber sehr nützlich. Ich würde mir das auch für Gibraltar und ich glaube, Gibraltar war es sehr heftig. Wenn feindliches Caustic-Gas irgendwo in der Nähe ist und das komplette Squad ist gedownt, inklusive Caustic, also komplett ausgelöscht, dann verschwindet automatisch sofort auch das Gas und kann dir keinen Schaden mehr zufügen. Willkommene Änderung. Jetzt kommt der geilste Buff überhaupt. Die Mirage-Decoys sollen Footsteps bekommen. Ist ja nicht so, dass wir das in Season 7 schon bekommen sollten. Und das ging von Anfang an. Eigentlich sollte das funktionieren. Aber es ist einfach ein Mega-Bug, ein Mega-Fehler. Es geht bis heute nicht. Keine Ahnung. So, Rank-Fuse-Waffe habe ich erzählt, dass ich da nicht weiter Worte drüber verliere. Verlinke ich, wie gesagt, in verschiedenen Abständen oben, wer die Videos noch nicht gesehen hat. Gerade zu Rank gibt es interessante Änderungen. Lohnt sich vorbeizuschauen. Aber um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen, verzichte ich hierauf. Waffenänderungen. Goldene Flurwaffen, der komplette Loadout, der gerade in Season 7, sprich Wingman, Sentinel, Havoc, G7 und Alternator fliegen raus. Und dafür gibt es ab Season 8 die 301, die 3030 Repeater, die Mosambik, geil, die Longbow und die Spitfire als goldene Flurwaffe zu finden, als Groundwaffe. Es gibt übrigens keine Patchnotes in Sachen rote Waffen. Die Prowler kommt nicht als Floorwaffe zurück, die Friedensstifter nicht und so weiter und so fort. Das als Nebeninformation, falls die Frage aufkommt. Der goldene Stabilisator fliegt raus, der Double Tap fliegt raus. Und hier muss ich nochmal meine Meinung einbringen. Mensch, Respawn, warum macht ihr das? Die Aufsätze können doch alle drin machen. Bufft sie doch oder nervt sie, wenn sie nicht geil sind. Ich finde eigentlich die Masse an Attachments total geil. Die Vielfalt macht das so interessant. Aber in jeder Season irgendwas rauszunehmen, damit irgendwo was Neues reinkommt, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und der Amboss-Empfänger für die 301 und die Flatline kommt tatsächlich wieder zurück. Und es steht nicht geschrieben,
ob die im Vergleich zu, oh Gott, wann wurde der entfernt? An Season 6 wurde der, glaube ich, entfernt. Ob der Schaden im Vergleich zu Season 5 oder wann der mal eingeführt wurde, ob da was angepasst wurde oder ob der Schaden gleich ist. Keine Ahnung, steht nichts weiter dazu da. Kommen wir zur Volt SMG. Der Schaden, der Grundschaden pro Kugel wurde von 16 auf 15 Damage reduziert. Im Gegenzug bekommt die Alternator einen kleinen Buff pro Kugel von 15 auf 16. Finde ich eine willkommene Änderung. Die Spitfire bekommt einen Buff und einen Nerf. Der Grundschaden pro Kugel von 18 auf 19. Nachladen, wenn das Magazin noch nicht leer geschossen ist, von 2,8 auf 3,2 Sekunden erhöht, dauert also länger. Und ist die Waffe komplett leer geschossen, von 3,33 auf 3,8 Sekunden erhöht. Und last but not least, die IVA 8, die Feuerrate wurde von 2 auf 2,1 Schuss pro Sekunde gebufft. Das war's schon. Ladies and Gentlemen, die kompletten Patch Notes, wirklich so wie sie von Respawn niedergeschrieben wurden, in 11 Minuten. Das ist doch mal eine Sache. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, und immer wieder gerne den Shoutout. Immer noch sind es 40% aller Zuschauer. Vor allen Dingen kommen regelmäßig extrem viele neue dazu, die irgendwie eine Phobie gegen diesen Abo-Button haben hier auf meinem Kanal. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich dahin supportet. Es ist völlig kostenlos, kostet euch keinen Cent. Ihr supportet den Channel aber wahnsinnig, damit auch andere Leute, die regelmäßig hungrig nach Apex Legends News sind, diese Informationen bekommen. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen geilen Start in Season 8. Ich betone nochmal, wer die letzten Videos von heute nicht gesehen hat. Ich streame in die neue Season rein, ob auf YouTube oder Twitch. Habe ich mich noch nicht zu entschlossen. Lasst euch einfach mal überraschen. Also auch gerne auf Twitch ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das war's jetzt von mir. Und sollten wir uns nicht nochmal hören, lesen oder sonst irgendwas, wünsche ich euch einen fetten Start in Season 8 und hoffentlich so störfrei wie möglich. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.